Hallo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video. Ja, ich habe euch mal den Gefallen getan und stelle euch heute die Dubai Nights vor. Ja, da haben wir schon die Kommentare, ja, die wurden ja zerfetzt. Wann stellst du denn endlich mal die Dubai Nights vor, die du von der Shisha-Messe hast? Wann kommen denn endlich mal diese komischen Steine? Pipapo, Freunde. Und ja, das Ganze rauchen wir heute. Ich habe mal Bock drauf in der Richtung Eisäppel. Und ja, meine Hose ist schon wieder super knapp, da könnte fast mein String sehen, ja. Ja, wir kommen erstmal zum Geruch und dann brauche ich das Köpfchen mal flink. Ja, Eisäppel. Da kann ich mir das Lachen nicht verkneifen oder das Grinsen, ne, Freunde? Ey, mega. Ein knallig, frischer, süßer, grüner Apfel. Ja, diese Eisnote schwingt so ein bisschen mit, möchte ich sagen. Aber dieser Eisapfel, der ist, also dieser Apfel, der ist, ach man, wie riecht der nach diesen Gummischnüren, diese grünen Gummischnüren da, ja, kennen bestimmt die meisten. Mega geil. Ja, das Ganze rauchen wir heute in der Odoman Glas Shisha in 1 mit einem frischen Kopf, Freunde. Ja. Der AT80, ja, damit rauchen wir heute, weil das Ganze im Tonkopf, mit im Mehrlochkopf zu rauchen, wäre natürlich ein bisschen schade, sage ich mal. Ja, den stelle ich euch eventuell demnächst mal vor, den AT80 Kopf, ja, ist ja schon ein bisschen länger draußen, der gute. Aber okay, ja, ist jetzt Weltpremiere mit dem Kopf zu rauchen. Ich hau einfach mal rein und schauen wir mal, was hier passiert. Einfach das Ding voll machen, soweit es geht. So, auch lieben Gruß in dem Video an den Mutlu vom Relax Shop. Von ihm habe ich das Ganze hier gestellt gekriegt, den AT80 Kopf. So, die Löcher sind jetzt nicht ganz so frei, aber ich hoffe mal, dass es durch die Steine hier durchdringt, ein wenig Luft. So, dann rauche ich noch ja, mit meinem Kaminaufsatz. Jetzt fallen mir die Steine schon runter. Mit dem Kaminaufsatz, ich hoffe, der passt drauf. Ja? Der ist, glaube ich, noch vor dem Mauerfall. So alt ist der schon. Ja, drauf und sitzt. Ja, oben das Röhrchen, das macht bald einen Abgang, aber scheißegal. Jetzt mal gucken, ob der hier... Okay, passt super. Ja, Freunde, dann warte ich jetzt noch auf die Kohlen, dann rauche ich das eben an und dann sehen wir uns gleich. So Leute, willkommen zurück. Irgendwie ist die komplette Bude hier eingenebelt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das im Video sehen könnt. Ja, ich rauche jetzt, ja, 3, 4, 5 Minuten habe ich jetzt angeraucht und ja, wir kommen zum Rauch. Raucht ganz gutes Zeug, ja. Ich werde mal kurz die Kohle drehen. Kamera steht ein bisschen zu tief. Okay, ich komme mal hier runter, Freunde. Ja, geschmacklich. Ich fange gleich mal bei dem Eis an. Das fehlt mir so ein bisschen. Ihr habt eine leichte Kühle, aber dann kommt ein Apfel. Ein süßer, leicht säuerlicher, grüner Apfel. Mega geil. Ja. Also der bleibt euch im Mund erhalten, ja, ich weiß nicht wieso. Also entweder rauche ich gerade noch ein bisschen Molasse, beziehungsweise kommt hier irgendwie Molasse in den Schlauch, was ich aber nicht glaube. Diese Apfelnote, kein Anis, süßlich säuerlicher grüner Apfel. So nach diesen, was ich vorhin gesagt habe, diese Gummischnüren da. Echt lecker. Und man muss bei diesen Steinen sagen, das habe ich schon auf der Messe gemerkt,
Es sind Steine, es ist kein Teer, kein Nikotin drin, kein Pipapo, ja. Es ist quasi Steine mit Molasse. Aber wenn ich sonst irgendwie Herbal-Tabak rauche oder Ersatz irgendwas, ja, dann ist es so, okay, ich schmecke jetzt was, aber ja, ich brauche hier noch irgendwas, ja, der Nikotin, der Suchtstoff, pipapo. Und bei diesen Steinen ist irgendwas drin, ich will jetzt nicht sagen, was mich befriedigt, aber wo ich so ein bisschen sage, okay, das ist anders als die normalen Steine, ja, Shiatsu, Big Pearls, Balls, ja, was es da nicht alles gibt. Also die haben meiner Meinung nach irgendwas drin, was noch so ein, ich sag mal, so einen minimalen Tabakersatz, sag ich mal, irgendwie bringt, ja, und echt nicht schlecht, die Teile. Es bleibt im Mund echt diese Gummischnüren, Apfelsüßton, bla, bleibt im Mund, ja, echt lecker. Aber dieses Eis, diese Minze fehlt mir leider ein bisschen. Hätte mal alles festschrauben müssen hier. Ja, Freunde, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich bin nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Die Dubai Nights Steine kamen eigentlich von dem Ekrem. Dann habe ich irgendwie gehört, das hat Odoman übernommen. Ach, nicht Odoman. Ottermann. Und ja, ich kann euch auch noch gar nicht sagen, ob es die schon zu kaufen gibt auf dem Markt. Müsst ihr einfach mal googeln. Dubai Nights heißen die. Steht ja auch in der Videobeschreibung bzw. im Videotitel. Ja. Dubai Nights. Tasty Steam Stones. Better than Tobacco. Na gut, das will ich jetzt nicht sagen. Gold Edition. Schönes Ding. Also wer Tabakersatz sucht, was lecker schmeckt und was so einen leichten Tabak-Touch noch mit drin hat, ja, der ist bei denen echt gut aufgehoben, möchte ich sagen. Wie gesagt, wenn die rauskommen sollen, ist das in meinen Augen die Nummer 1 der Tabakersätze. Ich weiß gar nicht. Könnt ihr euch holen, Freunde. Wenn die mal auf den Markt kommen, ich weiß jetzt nicht, ob durch Ekrem oder durch Ottermann, bin ich gespannt, wenn die auf den Markt kommen. Und wer Tabakersatz sucht, Freunde, die Teile. Jo, dann soll es soweit gewesen sein, Freunde. Ich hau mich mal hier rüber und hier drüben kommen wir zu meinen letzten beiden Videos. Könnt ihr mal reinklicken. Gebt ein Däumchen nach oben fürs Video. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann am Sonntag. Mal gucken, was da Leckeres kommt. Bis dahin, haut rein, euer Shisha Schmidt. Peace.